Ich habe hier noch so eine blöde Eiersammelquest abzuschließen. Ich kann meine Eier nicht in die Tasche packen. Meine Taschen sind zu voll oder meine Eier zu groß. Keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Revelation Online, Freunde. Und ihr seht's. Oh, halt die Klappe da. Wir galoppieren hier schon fröhlich durch die Kante. Eine Quest war nämlich, wir sollen mal wieder mit Akuta reden. Und da sind wir jetzt also. Ich habe einfach mal hier die Auto-Move-Funktion benutzt. Der hat uns durch irgendein Teleportal hindurch geballert. Und jetzt sind wir also in irgendeiner Kneipe. Wo sollte der Akuta auch sonst rumgammeln? Die andere Quest, wo ich in der letzten Folge mich so gewundert habe, war halt einfach nur, dass man, wenn man eine längere Zeit online ist, eine Belohnung bekommt. Und man soll, ich glaube, 5 Eierschalen, die man als Belohnung nach einer ganzen Weile online zocken bekommt, automatisch dann abgeben. Also nichts, was wir jetzt aktiv ausüben könnten. Und deshalb machen wir jetzt hier erstmal weiter. So, du sagst, dass diese Schalen ein bisschen Geschichte beinhalten. Ist mir jetzt egal. Ich will jetzt hier heute mal ein bisschen vorankommen. Bla, ja, irgendwas Dämonik ist mir ehrlich gesagt auch egal. Akuta rennt natürlich wieder weg. Was soll er auch sonst anderes machen? Aber wenn er schon wegrennt, pfeifen wir mal kurz drauf und gucken mal, hallo, ob wir hier vielleicht irgendwo Shisha shoppen können. Vielleicht muss ich da auch vom Gaul runterhüpfen. Hua! Alter, das ist doch mal ein krasses Instrument. Das ist eine sehr große Muschel. Ich glaube, da muss er sehr ausgiebig reinblasen, damit er überhaupt irgendwas rauskommt. Sie tanzt hier schön herrlich. Okay, verkaufen darf ich hier irgendwie nicht, wie es aussieht. Na gut. So, dann gucken wir mal ab. Der Quinn hat hier den Dark. Ja, ja, Special Skills. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Hier, das ist nämlich die Straße der Größe. Da müssen wir einfach verschiedene Herausforderungen machen. Hier müssen wir irgendwas kaufen. Das ist natürlich klasse. Okay, wenn ich das buyen will, wie muss ich das? Das finde ich ja schon wieder scheiße, dass ich irgendwas kaufen soll, um voranzukommen oder was? Explore Darkfall. Das könnten wir halt nochmal machen. Das sollen wir zweimal machen und dann haben wir das erfüllt. Und sollen wir also eine Liste an Aufgaben. Die sind also die. Dann haben wir noch wöchentliche Aufgaben, die zeigt er mir gerade nicht an. Gibt es vielleicht noch nicht, kommen wahrscheinlich noch. Das ist also ein Tagesquest, dadurch können wir also auch irgendwie zu weiterer Größe erlangen. Aber erstmal möchte ich ganz oldschool questen. Und jetzt rennen wir mal wieder dem Akuta hinterher, was sollte es auch sonst anderes sein? Ständig muss der kleine Bub wieder abhauen, hier ist eine Katastrophe mit dem. Und ja, das mit dem Troublemaker habe ich auch gelesen, die sollen halt in Bezug jetzt auf die letzte Folge, da gab es ja eine Quest mit Troublemaker. Die sollen angeblich in der Nähe der Portale spawnen, also der Wegpunkte. Aber da ist nichts passiert. Ich habe eine halbe Stunde gewartet, nichts passiert. Eine gefühlte halbe Stunde. Was, das sieht so aus, als müssten wir gehen und für einen Besuch bei Falmari bezahlen, um genau rauszufinden, was es mit den Seemuscheln auf sich hat. Okay. Ja, gut. Da habe ich mal ganz still und heimlich gehustet. Okay, wir gehen zur Evitite-Bucht. Na gut, dann nehmen wir das kleine Nussschalenschifflein hier und schippern los. Und da sind wir angekommen. So, Akuta. Akuta, du siehst nicht gut aus. Sollen wir uns ein bisschen ausruhen? Nein, nein, ich bin okay. Das hält nur kurz an. Ich fühle mich gleich besser, nachdem ich ein bisschen gelaufen bin. Okay, na dann wird er wahrscheinlich jetzt wieder wegrennen vor uns. Und da rennt er weg. Tschüss, Akuta. Oh, aber diesmal ist er gar nicht so weit weggerannt. Das ist schön. War das nicht der große Kraken, der vor 1000 Jahren lebte?
Aber wenn es eine Chance gäbe, dass er nochmal auftauchte. Es hat bereits schon 1000 Jahre gedauert, mein Gast. You should not be overly concerned with such matters. Okay, soll sich nicht mit solchen Problemen beschäftigen oder irgend sowas, ist mir jetzt auch Wurst. Ach ja, hier sind wir jetzt wieder, okay. Also und jetzt müssen wir alle Leute nach dem großen Kraken befragen. Okay, der vor 1000 Jahren oder vor vielen 1000 Jahren wurde der große Kraken durch Falmari und die hohen Priester vernichtet. Und nur dann waren wir in der Lage, ein ruhiges Leben zu führen. Oder danach waren wir in der Lage, ein ruhiges Leben zu führen. Und wo ist dieser hohe Priester im Moment? Er bewacht das große Krakensiegel für uns. Bis in alle Ewigkeit. Um uns vor dem Bösen zu beschützen, damit es nicht erneut die Welt betritt. Mhm. Schön. Das ist eine sehr ehrenwerte Aufgabe. Gut, dass irgendjemand den Job erledigt. Und ich sehe, oben blinkt schon wieder was. Ach ja, das sind jetzt nämlich diese Eggs, die wir brauchen. Your backpack is full. Dein scheiß Inventar ist voll gemüllt. Junge, räum mal auf, sagt das Spiel. Wenn ich jetzt irgendwo jemanden verdammten Shop finde, wo ich den Scheißdreck loswerde, dann würde ich das auch richtig gerne machen. Was ist denn? Gibt es denn irgendeine... Irgendwas wie Shop oder so? Special? Einfach nur verkaufen, Freunde. Es ist mir doch scheiße. Hallo, Akuta. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal hier reden. Ja, 1000 Jahre, große Krake. Ja. So, Akuta, es soll mit dir können. Es scheint so, als würde der große Kraken mit den Dark Scales vor vielen Jahren in Verbindung stehen. Bla, okay. Ich würde jetzt wirklich gerne mal wieder kämpfen, zocken und nicht nur Gequatsche mir reinziehen. Tut mir leid, aber ich hätte gern großen Bedarf an Action. Und ganz großen Bedarf, irgendwo Zeug zu verkaufen. Hier ist irgendwie so ein komisches Symbol auf der Minimap. Darf ich hier vielleicht... Hey, du dummer Gaul, jetzt lauf da nicht gegen die Wand. Nö. Mann. Mann, du blödes Vieh. So, jetzt hopp ich da nochmal hin. Ja, hör mal auf zu laufen, Gaul. Wann bin ich bereit, irgendwas zu akzeptieren und es nicht zu kaufen? Ist mir jetzt egal. Komm, hier, gib it. Ich quatsch auch gern 20 Mal mit dir. Ist doch kein Problem. Yo. So, Akuta am Start. Jo, schön. Und Akuta rennt mal wieder weg. Aber diesmal nehme ich die Verfolgung auf, Akuta. Ich kleb dir an den Fersen, Junge. Bleib einmal stehen und ich trampel dich mit meinem mächtigen schwarzen Gaul nieder. Ah, jetzt ja. Unter meine Hufe mit dir, Batsch. So, wir warten schon einfach mal, Idiot. Wo ist... Akuta hat schon krasse Skills. Einfach mal... Und weg ist er. Voll Magic. Alter, Vincent Raven, falls hier noch jemand kennt, der wäre neidisch doch. Da ist er. So, was stehst du hier am Wasser? Hey, I got my question answered. Okay, also meine Fragen wurden beantwortet. Dieses große Stück Koralle wurde aus diesem Bereich aufgehoben. Für Meister Anura. Um es für Meister Aruna zu kaufen, was? Back. Braucht man einen großen Sack voll Geld. Aha. Okay. Quatsch mich nicht mehr voll. Akuta, du gehst mir ja langsam echt mal ganz böse auf die Nüsse. So, das haben wir. Jetzt sollen wir da drüben hin. Wie komme ich schnell hin? Soll ich das Boot nehmen? Kann man mit dem Boot fahren? Das wäre geil. Ne, underway, bla bla. Ja, okay. Aber ich wollte gerne mit dem Boot fahren. Darf ich nicht? Was soll ich denn jetzt machen hier schon wieder? Man, da switcht hier aber auch. Akuta Sage, Ruby Cobra, can be found in. Achso, wir sollen jetzt im Wasser nach Korallen tauchen. Ich verstehe aber. Da ist eine Koralle. Na dann, pflücken wir mal das Korellchen. Yippie! Endlich mal ein Questfortschritt. Ja! Ein Hochgefühl stellt sich ein. Ich habe das Gefühl, wir machen mal wieder was Produktives. Herrlich! Und zwar sammeln wir jetzt Korallen. Geschafft!
Was, da ist noch eine größere? Heb sie auf. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Da hinten. Alles klar. Warum darf ich aber den Korallen einsammeln, aber mein doofes Ei als Belohnung nicht? Ein sehr, sehr, ich habe schon wieder Wortfindungsstörung. Ein sehr, sehr, sehr zickiges Inventar, möchte ich sagen. Es sucht sich aus, was ich reintun darf und was nicht. So, also da die große Koralle. Na, wenn da jetzt manchmal irgendwas passiert. Beißt sie gleich zurück oder so? Die böse Koralle? Nein? Glück gehabt. So, und jetzt wieder fachgerecht zurück. Schwimmen wie so ein Seepferdchen. Und dann hoffentlich die Quest abgeben. Was ist das denn da oben eigentlich? Ein fliegender, großer Käsespieß in Fischform? Fliegendes Sushi? Was bist du? Hm. Komisch, komisch. So, die Nacht bricht auch schon wieder ein. Jetzt hier hoch. So. Akku da, ich habe hier Zeug für dich. Das sind so viele Korallen. Wir werden reich. Ja. Und vor allem werden wir immer größer. Schon wieder Level up. Und das scheiß Tutorial quatscht mich wieder voll. Komm, geht's anders. Ja, wir sollen noch mehr sammeln. Dann brauchen wir sie nicht kaufen. Mhm. Er macht jetzt hier gerade sein Morgengebet, oder was? Das war eine sehr beeindruckende Sequenz. Hat mich jetzt schon tief berührt, also wirklich richtig mitgerissen, so wie man das Wasser gesehen hat. Und der große Fisch geht unter. Alles klar, tschüss. Riesiger, fliegender Thunfisch, Rochen, Sushi. So, but look at the piece of coral. It really stands out. Ooh, what that for? The sails are already open and it has set out for Kanchkaf. We should head back. Mhm, okay. Und wir laufen den Leuten. Wir sind nur ein Mitläufer. Wir sind so ein verschissener Mitläufer. Haben wir keine eigene Meinung oder so? Ständig sind wir nur dabei, den Leuten hinterher zu rennen. Und bupp, da haben sie wieder ihren Magic Trick gemacht und waren weg. Und der Rest des Weges sollen wir wieder alleine laufen, Alter. Wie so Turnbeutelvergesser, die keiner haben will. So. Da seid ihr wieder. Hört zu dem Gedöns hier. Glocke, Gedöns. Oh, oh, oh. What tune is that? Ja, dann bringen wir den Tune zurück, ey. So, irgendwelche Musik erschallt hier angeblich. Okay, wir feiern jetzt das schöne Muschelfest. Und die geilen Bitches sind hier am Tanzen. Können wir dir ein bisschen Kleingeld hinschmeißen irgendwie? So Hartgeld? Nee. Und natürlich sind unsere zwei Deppen wieder weg. Die setzen sich wieder ab. Die halten sich für was Besseres. Die haben nämlich eigentlich gar keinen Bock auf uns. Deshalb gehen die auch dauernd, wenn wir da sind. So, Freunde, ich bin wieder hier. Ich suche immer noch eure Freundschaft. Rennt diesmal nicht von mir weg, bitte. Oh, da treffen wir uns schon wieder. Ja, was für ein Zufall. Ich renne ja auch die ganze Zeit hinterher wie so ein Stalker. So, bla, bla, bla. Was ein Siegel. Was für ein Siegel, bla, ist mir scheißegal. Und nun? Ah, nun beschwört's hier ein bisschen crazy stuff. Und jetzt quatsch mal mit dem... Kau-Aura. Mhm. 1000 Jahren das Abyssal-Kabal und die Falmari-People, also das falmarische Volk, arbeiten zusammen, um den großen Kraken zu verbannen. Ups, jetzt habe ich geklickt. Scheiße. Sorry. Schief. Mein Kumpel, was? Achso, Maustaste geht auch ab. Guck mal. Wusste ich gar nicht, weil da steht immer nur Space und F. Hm. Sorry, jetzt habe ich die Hälfte des Quest-Texts verloren. Nicht gelesen, aber gibt Schlimmeres. So, ich würde trotzdem wunderbar gerne herrlich mein Inventar mal leeren. Da ist irgendein Geschäft, irgendein Shop. Kann ich bei dir mein Bullshit verkaufen? This item can only be sold on a was? On a regular shop. Wo ist denn so ein regulärer verdammter Scheiß-Shop, Mann? Ich schmeiß den ganzen Altkleidermist hier gleich einfach auf dem Boden, Leute.
Ich schmeiß euch die ganze Scheiße hier einfach in die Ecke. Da könnt ihr zusehen, wie ihr den Mist wegräumt, wenn ich das hier nicht verkaufen darf. Du bist dann auch wieder ein Special Shop, natürlich. Wo ist denn ein regulärer, verschissener Dreckshop? Dann zeig mir den regulären Dreckshop, Junge. Mann. Gibt's dafür irgendein Symbol für regulärer Dreckshop, wo ich irgendeinen Scheißdreck verkaufen kann? Warte mal, da hat er doch... Ich möchte... Shop. Aha, so ein China-Symbol. Mhm. Mehr ranzoomen kann ich nicht. Ihr seht es ganz oben, Shop, das Symbol suchen wir. Das gibt es da unten eindeutig nicht. Klasse. Wo gibt's den Shop, Mann? Einen regulären Shop hätte ich gerne. Ich würde gerne meinen Scheiß loswerden. Ich habe hier noch so eine blöde Eiersammelquest abzuschließen. Ich kann meine Eier nicht in die Tasche packen. Meine Taschen sind zu voll oder meine Eier zu groß. Keine Ahnung. Ich würde jetzt gern abpicken hier, darf ich ja nicht. Ja, ich muss erst Scheiße verkaufen, aber ich muss dazu zu einem regulären Geschäft. Das hier sind nämlich alles so Underground-Geschäfte, weißt du? Da kannst du nur das harte Zeug, Koks, Crystal Meth, Waffen und Menschen verkaufen, aber keine normalen Warengüter. Ach, ist das zu kotzen. Ganz ehrlich, jetzt hier so, confirm, weg mit der Kacke. Ich will jetzt hier meinen Scheiß einsammeln, ey. Das fängt da an wie bei Black Desert. Da war mein Inventar auch dauernd voll. Und wenn ich was hasse, sind das volle Inventare. Oh, so, erstmal beruhigen. Irgendwas sollten wir jetzt noch machen. Tö. Das ist welche Quest? Jetzt sehe ich es auf der Minimap nicht. Welche Quest ist denn das? Nummer 2. The Clan Leader is still unwilling to agree to anything. Why is this? Ask the Clan Leader what's going on. Ja, dann asken wir ihn mal, was hier los ist. Bla bla bla. So. Lass uns kommen vom Place where it was ground. Aha. Schön. Wir reden hier heute schon wieder sehr viel mit den Leuten. Ich möchte aber langsam mal zum Kampfgeschehen übergehen. Ja, ist, finde ich, total. Oh, jetzt schon wieder. Who banished the Red Kraken to the bottom? Ach so, hätte ich jetzt aufpassen müssen. Da steht in Klammern korrekt. Dann wähle ich das an. War nicht korrekt. Klasse. Oder irgendwie war es doch korrekt, weil jetzt ist es doch wieder completed. Okay. So. Jetzt da drüben quatschen. Ich wünsche mir immer noch einen regulären Shop, damit ich meinen scheiß Gedöns hier mal endlich aus den Taschen rauspacken kann. Meine schöne Rüstung ist schon völlig ausgeleitet, weil ich gefühlt 50 Kilo an Altschrott mit mir rumschleppe. Ach so, da drüben. Und dass dieser Penner von Akuta mir dauernd am Wegrennen ist, das geht mir so auf den Sack. Ich würde ihm gern Fußfesseln anlegen, ey. Dann will er lossprinten und fliegt voll auf die Fresse. Das wäre doch mal was. So, mein verehrter Gast. Ist mir egal. Scheißegal. Jetzt tut dir irgendwas leid. Ist mir auch egal. Und er rennt wieder weg, dieser Penner. Alter. Bleib doch mal stehen, Mann. Was hast du denn für Aufmerksamkeitsdefizite hier, ey? Das ist doch zum Kotzen, Alter. Nur am Wegrennen. Echt gleich mal die Beine brechen. So. Bla. Ich will nicht mehr quatschen. Ich will kämpfen und fighten. Was können wir hier machen, Lupe? Darf ich bei dir vielleicht was verkaufen? Wahrscheinlich nicht. Ist bestimmt auch wieder nicht regulär genug. Wir gucken mal. Can be useful. Hey. Klar. Ich könnte gerade wirklich leidenschaftlich in die Tischkante beißen. Ich will mein verschissenes Inventar leer machen. Bin ich wirklich gerade so degeneriert, blöde und blind, dass ich keinen regulären Shop sehe? Oder gibt es hier verdammte Scheiße keinen, Freund? Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht bin ich gerade blind, kurzsichtig und dämlich und sehe es einfach nicht. Und bin schon 20 Mal im Shop vorbeigelaufen. Ich näher mich doch gerade ganz schön hart der Verzweiflung. Ich quatsche zusammen mit ihm. Darf ich dir was verkaufen? Nein. Schön, danke. So, also hier oben irgendwas. Hier, Alter, was geht ab? Weiß ich selber nicht. So, jetzt renne ich da noch hoch. Mit vollem Inventar läuft es sich gleich doppelt so schwer.
Oh, das dumme Symbol geht mir auch auf den Keks. Ich will nichts kaufen, Spiel. Ich habe das Spiel schon mal gekauft. Das muss reichen. So, Mr. Ling. Oh, Jingling. Hier, hast du Kippen oder was? See that Anura is heating with... Was? Keine Ahnung. Es war zu schnell weg. Auf jeden Fall rennen wir jetzt Akuta, der kleinen Drecksau, weiter hinterher. Ich hätte ihn schon längst gefesselt und niedergeknüppelt, ey. Ein Zauber ist eine Mission. Eine Mission. Oh, Mission klingt immer gut. Gut. Oh, kämpfen. Geil. Ich werde bekloppt. Endlich mal wieder kämpfen. Ich hätte gern. Warte, Dauerfeuer. Warte, ich muss. Ah, jetzt habe ich schon wieder zu schnell geklickt. Na, schon wieder. Ich bin so degeneriert dumm. Alter, wie blöd kann man sein? So, und jetzt hier. Feuer-Action. Knisperababa. Oh, du darfst auch zuschlagen, Freund. Brauchst hier nicht alles gefallen lassen. So, ist schön. So, und jetzt gehen wir dem auch nochmal hier schön auf die Schnauze. Bam in your face. So, mag ich das. Komm, einen darfst du noch. Einen darfst du noch. So, fein gemacht. I'm very proud of you, man. So, hier sind so viele Wachen. Ja, haben sie doch alle abgeschlachtet schon. Oh, wir betreten den Story Mode. Und Akuta läuft schon wieder weg. Bleib doch mal stehen, Mann. Keep up, I see them. Ja, wenn siehst du, ach da, die Wachen. Ja, die sehe ich auch. So, der war schnell tot. Oh, und da kommen schon die nächsten angelaufen. Die ein Autogramm von uns haben wollen, weil wir einfach so bekannte, mächtige Zauberer und Krieger sind. Oder einfach nur, weil Akuta der beste Ausdauersprinter der Welt ist. Du darfst angreifen, Charakter. Jawohl. So ist das doch schon viel besser. Piu! Friss dies. So, dann würde ich gerne mal storymäßig wissen. Follow Akuta, do not stray too far. Ja, okay, wir müssen an ihm dranbleiben. Er will jetzt raus. Sieht auch schön aus. Geiler Himmel, gefällt mir. Achso, Akuta. Ja, du hast ja eilig. Ich muss ja immer Akuta hinterherrennen. So, und ich würde mal jetzt knallhart kombinieren mit den Wachen, dürfen wir uns gleich anlegen. Vielleicht waren wir ein bisschen zu schnell. Was? Abrupt? Hm. Okay, und er rennt. Mann, Akuta, ey. Ich krieg wirklich langsam Aggressionen, Mann, ey. Ich will nicht die ganze Zeit zum scheiß NPC hinterherrennen. Das ist ja mal okay. Das ist auch cool. Aber ich will doch nicht, Alter, jetzt seit 6, 7 Folgen nonstop diesem Wichser hinterherrennen. Weil er die ganze Zeit, sobald ich einmal mit ihm gequatscht habe, wegrennt, damit ich dann 20 Meter weiter wieder mit ihm quatschen kann. Das würde ich mir doch nicht gefallen lassen. Wie unlogisch ist denn das? Ich würde doch hier die Fresse polieren oder gar nicht mehr mit dem reden. Da gehe ich aus Prinzip in die andere Richtung, wenn dieser Pisser dauernd vor mir wegläuft. Ich fühle mich langsam gemobbt von dem fresssüchtigen Speed-Junkie hier. Ach, diese Baumlocation oder dieser Baumort ist toll, ja. Dann bleib doch hier und häng dich auf. Da kannst du nicht mehr wegrennen, Akuta. Lass uns dort hochklettern und die Aussicht genießen oder sowas. Was? Abrupter Cut? Okay. Gut, also Akuta ist, hat nicht nur ein ADHS-Syndrom, er ist nicht nur komplett notorisch fresssüchtig und muss wie ein Duracell-Hase permanent vor einem weglaufen. Nein, er ist auch noch notgeil und ein Stalker. Klasse, also Akuta ist so ein richtiger Sympathieträger, kann man sagen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge, Freunde, werden wir uns mit unserem sympathischen Zeitgenossen hier weiter beschäftigen. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr selbstverständlich wieder liebend gerne mit dabei sein. In diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch noch eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn wir diesem durchgeknallten Springhasen hier hinterherrennen. Also, in diesem Sinne, macht's gut. Ciao.